Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Komm, wir setzen den Hund mal wieder ab. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. So, ein Part kann ich an diesem wunderschönen Morgen noch aufnehmen. Vielleicht sogar noch zwei. Was können wir denn jetzt tun, tatsächlich, ist die Frage. Tun, Fisch. Hier gibt's doch erst einmal diesen Laden, wo wir nicht rein können. Es gibt aber auch noch andere Türen, in die wir tatsächlich rein können. Ich muss nur noch mal überlegen, wo das war. Ihr da hinten, ihr singt euch einen ab. Alles cool. Oder war das gar nicht da, sondern hier? Vielleicht bin ich auch gar nicht Manuel Neuer, sondern sein Kumpane. Ah, doch, nein. Ach ja, das Zirkuszelt. Spitze hat mit uns gesprochen. Die bekommen übrigens immer safe 3 Herzen. Und ihr haut jetzt einfach ab, ne? Den Faroro und Nairu. Eldra, Farodra, Naidra. So, hier? Hier können wir lang. Genau, da war das. Da war nämlich spiegelverkehrt, ne? Dann können wir nämlich auch noch mit ein paar Leuten sprechen. Und Fässer kaputt machen. Fässer kaputt machen. Na ihr? Oh, du bist es, der große Held. Ich bin seit langem mal wieder mit meinem Vater in Hyrule Stadt. Aber irgendwas hat sich hier verändert. Früher konnte man das Schloss besichtigen, aber jetzt lassen sie niemanden mehr rein und man erfährt nicht mal warum. Ach übrigens, ich verkaufe hier Medizin. Es gibt eine Portion rotes Elixier für 40 Rubine. Nee, danke. Die Sachen sind hier teurer als in Kakariko, weil es einen Ortszuschlag gibt. Das sagt zumindest mein Vater. Oh, bist du nicht der Held, der unser Oberhaupt gerettet hat? Schön, dich mal wiederzusehen. Dank dir können wir in die Stadt machen und Geschäfte kommen. In die Stadt kommen und Geschäfte machen, so wahrscheinlich. Ne? Ich war ja lange nicht mehr hier, aber irgendwie herrscht eine seltsame Stimmung in der Stadt. Ich habe versucht, eine Lizenz für den Verkauf im Schloss zu bekommen. Aber die haben mich nicht reingelassen, deshalb bin ich hier. Oben wird auch etwas verkauft, schau es dir doch mal an. Okay. Das ist der Schwarzmarkt, Leute. Das ist einfach der Schwarzmarkt. Hier kannst du auch noch den einen oder anderen Rubin farmen. Oder auch einfach vom Himmel fallende Herzen. Lalalala. Ah, ich weiß, wer hier oben sitzt. Hehe. Oh, du bist der große Held. Hast du dich mal einfach von der Aussicht von die Landschaft angesehen? Ist es wirklich so schön, wie alle sagen? Mein Vater ist ein Geschäft mit den Dingen sehr streng. Nie habe ich meinen Posten verlassen, deshalb war ich noch gar nicht dort. Aber ich will auch einmal so ein toller Geschäftsmann werden wie mein Vater. Daher mache ich alles, was er sagt. Aber bitte, komm schon ein wenig Lampenöl. Bei mir kommen dann nur 3 Rubine. Was willst du verkaufen? Ein wenig Lampenöl. Schlampenöl? Nein! Ein wenig Lampenöl. Samtöl? Nein! Ein wenig Lampenöl. Bomben? Das habe ich doch gar nicht gesagt! Lampenöl! Ach, Lampenöl? Nee, kann ich nicht gebrauchen. Jetzt komm zu mir, wenn du welches brauchst. Also komm zu mir, wenn du welches brauchst. Hier bin ich ganz allein fahren wollen. Ich will doch meine Sache gut machen. Ich kann Ruhe machen. Wer kennt diese Anspielung noch eigentlich? Wo habe ich das schon mal gemacht? Mit diesem Sprachfehler. Pinkelt der da gerade? Das sieht aus als... Jetzt mal ganz ehrlich, das sieht von dieser... Das sieht aus, als würde der da runter pinkeln. Also, ich bin das Schloss Hyrule. Aus welcher Ankunft hatte ich hingehen, seltsames Gefühl. Vielleicht deshalb. Bitte bewahre den anderen gegenüber stillschweigen. Ich will die Kinder nicht beunruhigen. Aber eine andere Frage. Hast du noch genügend Feier? 30 Feier kosten 40 Rubine. Es tut mir leid, ich habe kein Wort verstanden, du nuschelst. Ich kann kein Wort verstehen. So. Ja,
Erdenöl. Bomben. Erdenöl. Schlampenöl. So, das ist das, womit sich Frauen immer gegenseitig einreiben. Oh. Oder auch Männer, weil Männer können auch Schlampen sein. Es tut mir leid, ich wollte nicht sexistisch sein. So. Denn ich bin nicht sexistisch. So. La 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 la. Ich hoffe, dass diese Parts nicht wieder so asynchron sind. Ich meine, ihr kriegt das nicht mit, weil ich schneide das natürlich. Aber, es ist halt unglaublich nervy, wenn du ständig nicht nur dein, also dass das Mikrofon asynchron ist. Das ist normal bei The Legend of Zelda. Oder überhaupt bei Konsolenaufnahmen. Ist das vollkommen normal, weil du hast diesen Delay halt mal drin. Aber, dass der Ingame-Sound asynchron ist, das ist scheiße. Und, naja. Das ist halt immer wieder so eine Sache, dass zu fixen und das einzustellen richtig und ach, das ist nervy, Leute, das ist richtig nervy, aber so unglaublich nervy. Was wir mal machen können, tatsächlich ich und diese Geisterlampe einfach mal auf R legen und wenn sie leuchtet. Gut, er ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig. Warum sollte er auch? Was ich gerne mal machen würde tatsächlich. Was happened? Wenn ich da jetzt runtergehe. Hui. Da war eine Kiste. Und ich komme zum Hyliasee. Wow. Wow. Und ich komme zum Hyliasee. Okay. Warten wir uns mal. Da war eine Kiste, aber da komme ich noch nicht ran, weil ich dafür was benötige. Was ich cool finde, ist, dass wir jetzt hier ein Portal haben tatsächlich. Moment, das sind die Schneeberge. Da müssen wir. Doof. Das ist Hyliasee. Wo könnten wir denn jetzt kurz hin? Zur Eldin-Brücke könnten wir mal. Und, es tut mir leid. Gähnen. Wie gesagt, es ist noch früh am Morgen. Und dass wir uns hier hinporten können, ist natürlich auch wunderbar. Will ich auf diese große Ebene da? Nee, eigentlich will ich da lang. Denn da hinten dürfte noch ein Geist sein. Nee, da ist ein Insekt. Aber ich glaube, das haben wir sogar schon, ne? Ich glaube, dieses Insekt haben wir sogar schon. Bin mir in der Sache allerdings nicht so sicher. Mal bumm. Danke. 40 Rubine. Da sagt Fufi nicht nein. Nicht nein, nein, nein. Oh, wisst ihr, worauf ich mich schon freue? Auf das Hidden Village. Das wird dull, Leute. Das wird dull. Ich weiß ehrlich nicht, ob wir das Insekt hier schon haben. Wird es schon wieder hell? Tatsache. Gottesanbeterin? Nee, Gespensterschrecke weiblich. Ja, haben wir schon. Haben wir schon die Gespensterschrecke weiblich. Was war hier? Hier waren wir auf jeden Fall schon mal drin, ne? Definitiv. Wir ziehen das Projekt künstlich in die Länge. Denn das ist das, was wir tun wollen.
Ja, hier waren wir definitiv schon mal. Hier waren wir definitiv schon mal. Hier waren wir definitiv Defibrillator. Schon mal, weil wir hier unten dann wieder rausgekommen sind, ne? Dann haben wir uns rübergezogen und rübergezogen und rübergezogen und rübergezogen und rübergezogen und alles wieder gut. Das wird doch nicht gleich hell. Das sah so aus gerade. Ah. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? Etwa 5 Minuten. Die nächsten Parts werden dann wahrscheinlich mal wieder ein bisschen länger, weil wir uns da um die... weil wir uns da einfach um das nächste Dungeon kümmern werden. Hoffe ich doch mal. Könnten wir mal einen Bogen einfach mal hier ablegen. Damit Gegner wie diese uns nicht mehr natzen. Was ist hier? Don't question it. Alles gut. Don't question it. Alles okay. Genau, ich weiß, wo wir noch einen Geist herbekommen. Ich weiß, wo wir noch einen Geist herbekommen, tatsächlich, ne? Und zwar in der Gerudo-Wüste. Bei Nacht. Die meisten Geister bekommen wir bei Nacht, davon mal abgesehen. Ne? Aber bei dem weiß ich ganz genau, wo er ist. Abgesehen von dem da, den meinte ich noch nicht mal. Ja? Einmal. Zweimal. Und Fangstoß. Bam, ba, 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 ba. 32. Sehr schön. Ich finde es halt gut, wenn wir die Nebenquests tatsächlich zwischendrin immer mal machen. Liegt daran, dass wir dann später nicht so 17, 18 Parts am Stück machen müssen, in denen wir Nebenquests machen. Das wäre ja Blödsinn, ne? Ihr lasst mich einfach durch, ne? Alles cool. Ihr lasst mich einfach durch und diese Kiste da aufmachen. Mit goldenen Rubinen drin. Der rot ist. So, da hinten ist nämlich noch ein Geist. Seht ihr den? Aber tatsächlich meinte ich den, glaube ich, auch nicht. Tatsächlich meinte ich den auch nicht. Na, komm runter. Ja, Mann. Aua. Aua. So, und Fangstoß. Den meinte ich aber tatsächlich auch nicht. Aber es ist gut, ihn zu haben. Hm, ganz klar. Okay. Einmal Booty Booty. Booty Booty. Herzi, herzi. So. Tatsächlich meinte ich diesen aber nicht. Nämlich hier müsste jetzt einer sein. Wo das Ding hier jetzt abgefackelt ist. Hört ihr das? Da. Den meinte ich tatsächlich auch. So. Okay, eine Geisterseele. Was dachtest du eigentlich, was passiert, wenn du auf mich zuläufst, während ich gezückten Pfeil und Bogen habe?
So. Haben wir auch ein paar Geisterseelen gefangen jetzt. So, und hier dürfte ja keine mehr sein, ne? Nein. Hier durfte ja keine mehr sein. So. Gut. Wie viel Zeit haben wir noch? Eigentlich gar keine mehr. Das heißt, wir warpen uns jetzt mal wieder in die Schneeberge an unseren Ausgangspunkt, an dem wir angefangen haben, tatsächlich. Ich muss mal ganz kurz schauen. Das ist auf dem anderen Bildschirm. Okay, kann ich jetzt nicht schauen. Okay. Alles cool. Wir wollen auf jeden Fall mal hier hin. Und zum Menschen werden. Und dann einfach mal speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch gerne ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns dann hoffentlich, das müsste der Sonntagspart gewesen sein, morgen wieder. Bis dahin und ciao.